Hallo und herzlich willkommen. Viele von meinen 8700 Abonnenten hier auf meinem Kanal befinden sich ja in der einen oder anderen Form in einem Veränderungsprozess, um sich endlich wieder wohler in der eigenen Haut zu fühlen, im eigenen Leben. Und manchmal weiß dann eben die eine oder der andere nicht mehr so recht weiter und wendet sich dann direkt an mich. Denn bei meinen ja mittlerweile 560 Videos zum Thema kreatives Quantenbewusstsein, Quantenbewusstsein, Bewusstsein, menschliches Verhalten, ist es eben nicht immer ganz leicht, dann auch genau das richtige, vielleicht problemlösende Video für sich herauszufinden. Und da ja in den Videobeschreibungen meine E-Mail-Adresse steht, erhalte ich dann eben regelmäßig E-Mails mit Fragen oder der Bitte, ob wir uns nicht zu diesem Thema oder zu diesem Problem einmal austauschen können. Sehr häufig läuft dieser Austausch dann über WhatsApp ab. Und oft begleite ich dann eben Menschen, gerade in der Anfangsphase, über WhatsApp, beantworte Fragen, die ja fast immer bei so einer Verhaltens- oder Lebensveränderung auftreten, und erinnere sie dann in der Regel, manchmal ein paar Tage, manchmal aber auch länger, jeden Tag über Audionachrichten oder wenn mir was einfällt, zu ihrem Thema spreche ich kurz eine Audionachricht, damit sie sich das anhören können. Alles immer in die Richtung, hilfreich zu sein und zu unterstützen. Und immer ist es eine ganz andere Art der Arbeit, als wenn jetzt jemand zum Beispiel zu einem Wochenendworkshop geht oder zu einem Tagesworkshop, weil diese Probleme immer direkt den Alltag betreffen, direkt das tägliche Leben. Manchmal telefoniere ich auch mit der einen oder dem anderen, aber ganz viel dieser hilfreichen, unterstützenden Arbeit für den Alltag läuft eben über diesen WhatsApp-Kontakt ab. Zum einen, damit derjenige oder diejenige das Gefühl hat, sie steht nicht alleine da. Und zum anderen erinnere ich dann auch täglich durch unterstützende Sprachnachrichten oder beantworte per Sprachnachricht Fragen, die mir da gestellt werden. Naja, manchmal dauert diese Begleitung nur ein paar Tage, quasi so als Anlaufunterstützung, aber manchmal eben auch mehrere Wochen. Und in der Regel habe ich immer mehrere solcher unterstützenden und begleitenden WhatsApp-Kontakte am Laufen, mal mehr, mal weniger intensiv. Und da ich ja ausschließlich auf Spendenbasis arbeite, wird das dann eben immer in der Regel durch eine Spende ausgeglichen. Auch da mal mehr, mal weniger, wie es halt so passt. Und manchmal eben sogar viel mehr. Denn manchmal sind es auch wirklich ganz, ganz dicke Klöpse, die da in der Begleitung auftauchen, wo es dann in ein paar Wochen dauert. Häufig sind es aber eben auch Fragen, die einfach das kreative Quantenbewusstsein betreffen. Denn obwohl ja zu dem Thema kreatives Quantenbewusstsein hier auf dem Kanal von mir über 80 Praxisvideos vorhanden sind, tauchen, wenn das jemand für sich entdeckt, eben Fragen auf. Nicht, weil das so schwer ist, das ist ja kinderleicht, sondern weil das so ungewohnt ist. Und auch da ist es in der Anfangsphase ganz hilfreich, wenn ich da regelmäßig, also täglich erinnere. Denn es geht auch da beim kreativen Quantenbewusstsein darum, sich zu erinnern. Und das ist dann ganz hilfreich, wenn einen jemand erinnert. Denn sonst vergessen wir das ganz schnell im Alltag. Zusätzlich gibt es demjenigen dann immer das Gefühl, dass er oder sie dann nicht alleine auf weiter Flur steht. Naja, aber das sind alles immer Einzelkontakte, die parallel ablaufen, nacheinander, was natürlich enorm viel Zeit kostet. Und ich habe außerdem schon oft gedacht, dass das, was für den einen problemlösend war, der andere auch gut gebrauchen könnte, vielleicht in etwas abgewandelter Form, aber auch da sicherlich ganz hilfreich sein könnte. Aber da es eben Einzelkontakte sind, hatten sie da nichts von. Ich habe schon oft überlegt, wie ich dieses Wissen und auch die Problemlösung, die oftmals sehr, sehr praktisch sind und ganz hilfreich, eben vielen Menschen gleichzeitig vermitteln könnte. Und habe mir dann eben verschiedene Plattformen angeguckt, aber dann geht es immer nur in Richtung von irgendwelchen Workshop-Angeboten, Webinaren oder so, also immer zeitlich begrenzt und im Grunde genommen immer relativ abstrakt,
also gar nicht direkt aus dem Alltag. Also nicht aus dem Alltag für den Alltag oder aus dem direkten Leben für das direkte Leben. Sondern da geht es halt in der Regel um zusätzliche Wissens- und Informationsvermittlung. Und im Alltag stehen dann in der Regel wieder alleine da, ohne irgendeine kontinuierliche tägliche Begleitung. Jetzt wird vielleicht die ein oder der andere herzhaft lachen, es sei euch vergönnt, aber auf diese einfache Idee, einfach eine spezielle WhatsApp-Gruppe zu machen, die ja dann eben nicht parallel läuft, sondern wo dann eben Menschen, die sowieso für jeden Monat 50 Euro spenden, dann eben zusammengefasst sind, auf die Idee bin ich gekommen. Ich höre euch richtig lachen. Weil so eine Gruppe natürlich riesige Vorteile hat. Zum einen bietet sie ohne weiteres monatelange Begleitung und zwar mit täglichem direkten Austausch. Auch Fragen, die da die eine oder der andere stellt, die beschäftigen vielleicht auch die anderen oder zumindest einige davon. Und dann können alle von den Antworten partizipieren. Dann haben also alle immer etwas davon. Ganz zu schweigen, dass sich da eben auch andere Kontakte noch bilden können. Und wenn nur jemand mich fragt, ob es nicht zu irgendeinem Thema ein bestimmtes Video gibt von meinen 560 Videos und ich setze dann den Link da rein, dann können viele eine ganze Menge Zeit sparen. Denn wenn die bei 560 Videos anfangen zu suchen, dann können sie meistens lange suchen. Und keiner in dieser Gruppe wird das Gefühl haben, sie oder er ist alleine, weil immer täglich Ansprechpartner da sind und weil auch ich ja jeden Tag in dieser Gruppe bin und antworte. Da ist ja mal jeden Tag ein direkter Kontakt, wie sonst in den Einzelkontakten. Und tägliche Erinnerung und das Gefühl, wir machen das gemeinsam, was am Anfang Gold wert ist, weil dieses Gefühl, nicht alleine da zu sein und immer wieder erinnert zu werden, gerade in der Anfangsphase enorm motiviert und natürlich eben sehr gut tut, weil es eben Spaß macht, so etwas gemeinsam in einer Gruppe zu machen. Aber es macht eben nicht nur mehr Spaß, sondern erhöht enorm das Sicherheitsgefühl, weil ich ja dann auf einmal nicht mehr alleine da stehe, sondern in Begleitung bin, unterstützt werde und jederzeit nachfragen kann. Ich werde diese ganz spezielle WhatsApp-Gruppe leichter leben lernen, also einfach anfangen. Und das werde ich ganz einfach machen, wie immer. Denn auf komplizierte Sachen habe ich keine Lust, wie die meisten sicherlich schon festgestellt haben. Jeder, der mich da im Monat sowieso mit den 50 Euro Spenden unterstützt, kann, wenn sie oder er eben will, an dieser ganz speziellen Gruppe zum kreativen Quantenbewusstsein teilnehmen und erhält dann dafür eben eine langfristige Begleitung, Unterstützung und Betreuung. Und zwar täglich, über diesen direkten, täglichen Kontakt in der Gruppe. Dieser Weg erscheint mir wesentlich sinnvoller, als wenn ich jetzt zu irgendeinem Einzelthema irgendein einzelnes gewerbliches, zeitlich begrenztes Webinar angeboten hätte und die Teilnehmer dann dennoch nachher wieder alleine dastehen würden, wenn Fragen auftauchen. Und in der Regel sind ja solche Angebote im Internet nicht gerade preiswert, auch wenn so ein Webinar oder Workshop nur 3, 4, 5, 6 Stunden dauert und nicht einen ganzen Monat. Wie kann nun jemand auch in dieser Gruppe Mitglied werden? Ja, auch ganz einfach. Normalerweise steht ja bei den Spenden immer als Verwendungszweck nur das Wort Spende. Ja, und da trägst du dann eben jetzt Spende WhatsApp-Gruppe ein bei dem Verwendungszweck. Und dann schickst du mir eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse, die hier unten in der Beschreibung steht und teilst mir deine Handynummer mit, denn die brauche ich ja dann, damit ich dich dieser WhatsApp-Gruppe hinzufügen kann. Wenn du mir die E-Mail mit der Handynummer schickst, vielleicht ein paar Zahlen, wie du das so vorstellst, wie du möchtest eben, aber bitte dann auch in der E-Mail
den Betreff WhatsApp-Gruppe, damit ich die E-Mail sofort zuordnen kann. Und wenn du jetzt noch irgendwelche Fragen hast, dann schick mir einfach eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse steht ja hier unten in der Videobeschreibung. So, und nun wünsche ich uns allen einen regen Austausch in der Gruppe und eine hilfreiche und langfristige Unterstützung und Begleitung für dich. Und bis zum nächsten Mal, wie immer, von Herzen alles Gute!